Ich dreh durch hier. Meine ganze Bude riecht schon wieder nach Rauch. Ich geh duschen, 5 Minuten. Fenster auf, mein Nachbar raucht, alles nach Rauch. Also ich dreh durch. Auf der Terrasse hat er geraucht. Also, jetzt nicht falsch verstehen, liebe Raucher. Ihr müsst ja auch draußen rauchen, kein Vorwurf, aber trotzdem, ich als Nichtraucher reg mich in dem Moment trotzdem auf, wenn meine Bude nach Qualm riecht. Ich hatte das Thema ja schon mal. Also, alles easy. Mission started. Ich bin hier mit Baron Sergejew Adamsew II. Wir werden jetzt nochmal nach Hamburg. Verkaufsoffener Sonntag. Ich hoffe zumindest auch der Jungfernstieg die Ecke. Also damit sich niemand beschwert danach. Ich fahre jetzt zum Jungfernstieg, da beim Apple Store steige ich aus, sonst kriege ich wieder Ärger-Search von allen. Ja, das stimmt. Was stellt ihr denn da, muss ich mal fragen? Andere Frage. Was glaubst du, was wir sein können? Das kommt mir gerade vor wie ein billiger Porno, irgendwie die Frage. Heute mal wieder auf ganz gesund. Der Honeybee mit karamellisierten Zwiebeln und da sind irgendwie Pommes mit drin. Hört sich das gut an, Serge? Das hört sich nach Yummy Yummy. Oh, das hört sich nach Spaß an. Nochmal vielen Dank für alle Direktnachrichten wegen meines YouTube-Videos. Da habe ich einen Tipp gegeben. Der hat mal wieder ordentlich Wellen geschlagen. Ich habe es auch bei Instagram schon mal erzählt. Leute, wenn man noch nicht so erfahren ist, dann entlädt man einmal. Wenn man sich ein Mädel einlädt nach Hause. Man entlädt vorher. Das ist das Einmaleins. Das macht man so. Leistung bringen ist das Stichwort. Wenn man irgendwann mehr Erfahrung hat, braucht man das nicht mehr. Also ich zum Beispiel, ich habe den 5. Dan in Missionarstellung. 69 und Löffelchen bin ich Großmeister. Jetzt nochmal Spaß beiseite, Leute. Ihr wisst, ich laber immer viel Scheiße und ich laber auch gerne Scheiße. Das ist auch richtig so. Das gehört zu mir, aber ich werde auch gerne mal ein Wort los, was ernster ist. Und wenn mir was auf dem Herzen liegt, dann möchte ich euch das auch gerne mitteilen. Ich habe mir jetzt dieses Video gemacht mit erster große Liebe und ich fand es einfach tierisch geil, was ich da für ein Feedback bekommen habe. Also mich hat das damals so, die Trennung, also die Beziehung ging 2 Jahre und die Trennung hat mich übertrieben mitgenommen. Also ich war mega down und habe echt Kopfkino danach geschoben. Die Erfahrung, die ich da erzählt habe in diesem YouTube-Video, ich habe so viele Kommentare gekriegt von Leuten, die haben das auch so erlebt oder ähnlich. Und das tat mir einfach gut zu wissen, dass ich da nicht alleine bin oder ja, da einfach eine Pussy bin und dass andere Leute das irgendwie auch oder auch so diese Erfahrung gemacht haben. Und ich kann euch nur eine Sache mit auf den Weg geben. Ich war ein Arschloch damals und ich habe einfach über die Jahre gemerkt, das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist irgendwie ihm seelischen Schaden zuzufügen, seine Gefühle zu verletzen. Lieber einen in die Fresse hauen, gefühlt, natürlich auch nicht, aber das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und im Leben ist es so, was du siehst, wirst du auch ernten. Und es kommt alles auf einen zurück. Wenn man irgendwie mit einem Menschen zu tun hat, jetzt gerade auch mit einer Frau als Mann oder andersrum halt, einfach ehrlich sein, einfach ehrlich sein. Wenn man Bock hat irgendwie ein bisschen auf Spaß, dann muss man das sagen. Und wenn man Bock hat auf eine Beziehung, muss man das auch sagen. Aber wenn man ehrlich ist, hat man sich nichts vorzuwerfen. Also ich habe es auch nicht immer 1000% umgesetzt, aber es ist einfach so.